Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt's eine schnelle Küche aus den Heißluftfritteusen. Und das geht so schnell, praktisch und lecker. Schaut ihr, Gemüse, wie lecker sind die. Schön saftig. Schaut, dieser Saft kommt hier raus. Dazu mache ich noch Kräuterquark und ein bisschen von meinem Ketchup ohne Zucker und ohne Essig dazu gegeben. Und das ist so lecker und so erfrischend. Und besonders, weil es so schnell gemacht wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und würde mich sehr freuen über eure Daumen hoch, über eure Kommentare. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Und wenn ihr eure Abo hinterlässt, bin ich auch sehr glücklich. Ich wünsche euch viel Spaß. Dieses Gericht ist perfekt, wenn man will, mal ein bisschen Reste verwerten. Und das habe ich jetzt bei mir genauso. Ich habe noch ein bisschen von Blumenkohl. Blumenkohl habe ich 3 Minuten blanchiert, noch gestern, und er ist jetzt kalt. Kann man aber sehr gut diese gefrorene auch nehmen. Dann habe ich eine kleine Tomate, halbe Paprika, eine kleine rote Zwiebel. Dann habe ich noch geerntet ein paar Erbsen, die gebe ich auch dazu. Kann man ohne Fleisch oder mit Hackfleisch, mit Hähnchen marinierte Fleisch oder Tofu oder zum Beispiel Bauchspeck. Dann brauchen wir ein bisschen Öl natürlich für die Gemüse. Ich nehme aber mein Knoblauch im Öl angelegt, dann kann ich auch gleich ein bisschen verwerten. Und dann kann man auch dazu, dass ein bisschen so bunter wird und eiweißreicher, kann man dazu geben. Diese rote Bohne und Mais aus der Dose. Und ich liebe diese kleinen Döschen, wenn man will, mal nur was Kleineres machen, dazu zu verwenden. Und natürlich Käse. Ich habe hier zweierlei Käse. Es ist Emmentaler und Cheddar-Käse. Könnt ihr egal welche Käse nehmen. Dafür brauchen wir Luftfritteuse oder es kann man auch im Backofen machen. Aber wenn wir schon Luftfritteuse haben, dann nehmen wir die. Und dann habe ich so eine Papierformchen reingelegt und dann können wir jetzt unsere Gemüse dahin reingeben. Ja, das passt alles gut, alles rein. Ich dachte, vielleicht muss ich doch auf 2 aufteilen, aber es sieht gut aus. Dann könnt ihr euch so viel reinmachen, wie ihr das wollt oder für wie viele Personen ihr das macht. Dann kommen die Tomaten, Paprika, Zwiebel. Wenn ihr wollt, natürlich was Fleischiges. Ich nehme ein paar diese Beckenstreifen. Dann Erbsen. Die Erbsen habe ich einfach nur mit heißem Wasser übergießen und ein paar Minuten stehen gelassen und danach Wasser abgesiebt. Wow, wie schön bunt. Dann Knoblauch und gleich auch Öl. Diese Knoblauch, er riecht nicht stark nach Knoblauch. Er verliert im Öl bisschen seinen Geschmack. Wirklich gut auf Steak oder Fleisch, auf Braten drauf geben. Und da habt ihr keine Angst, dass es wird zu viel hier Knoblauch und wird das sehr stark riechen. Absolut nicht. Der angelegte Knoblauch in dem Punkt wirklich viel stärker. Und ja, können wir Mais dazu geben. Saft absieben und noch Mais verteilen. Die Bohnen lasse ich erstmal weg. Noch Käse, dann natürlich anwürzen nach Geschmack. Ich nehme Pfeffer, bisschen Salz, bisschen so ein Gemüsegewürz habe ich ein Geschenk bekommen. Dann gebe ich auch dazu Paprika edelsüß und ein bisschen Olivenöl noch. Das Ganze werde ich noch ein bisschen so umrühren, dass so ein bisschen sich vermischt.
und stellen wir das zum Ausbacken bei 180 Grad Umluft für ungefähr so zwischen 15 und 20 Minuten. So, schieben wir unsere Gemüse frei, machen wir an und bei 180 Grad, wie ich sage, ich stelle jetzt mal 15 Minuten. Ungefähr so nach 10 oder 8 Minuten stoppen, bisschen umrühren und weitermachen. So, jetzt geht's los. So, es sind jetzt 8 Minuten vorbei. Wir schauen rein. Ich werde ein bisschen wegschieben, die Fritteuse, dass die mir nicht in die Kamera Dampf kommt. So, schaut ihr, wie toll sieht es schon aus. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen rühren. Wow, wie ein schöner Auflauf. Sehr, sehr gut. Und jetzt die restlichen 7 Minuten und dann können wir nachschauen. Wenn wir es jetzt noch brauchen, dann können wir ein paar Minuten noch groß machen. So, meine Lieben, es ist fast fertig. Die letzte Sekunde. So, jetzt schauen wir rein, aus und wow, schau, das ist doch perfekt. Kann man doch gar nichts merken. Schaut, es ist richtig schön. Und Rostaroma obendrauf und Käse geschmolzen. Richtig lecker und duftet wunderbar. So können wir auch servieren. Schön saftig. Die Gemüse unten ist auch Saft. Wow. Und so schnell gemacht, liebe Freunde. Muss man nicht den Ofen vorheizen oder sowas. Das kann man wieder reinstellen, das nicht abkühlt. Und sogar kann man auch Programm nehmen, warm halten, wenn es nötig ist. Aber ich werde jetzt einen Tisch servieren, deswegen nur ganz kurz. So, das werde ich jetzt noch ein bisschen mit meinem Tomaten-Ketchup ohne Zucker, ohne Essig servieren. Dazu geben natürlich nach Geschmack, wenn ihr das mögt. Es gibt aber auch schöne Würze, weil ich aber auch bisschen scharf gemacht und Quark dazu, Kräuterquark. Mmh. Märchenhaft, liebe Freunde, märchenhaft. So, liebe Freunde, ich muss das jetzt schnell an den Tisch reichen, dass es nicht kalt wird. Aber euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Es geht schnell, praktisch und lecker. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.